2 Jahren keinen Sex? Das sagst du. Na, was soll ich dazu antworten? Ja, nein. Nein oder ja? Das ist also gemerkt. Sagen wir mal so, ich habe erotische Erlebnisse schon gehabt. Aber so richtig Sex in welchen Räumlichkeiten nicht. Finden die statt? Ist das, bist du auch eine Frau für One-Night-Stands, mal eine schnelle Nummer im Lift oder im Parkhaus mit jemandem, den du vielleicht gar nicht kennst? Oder muss das immer erst eine längere Bekanntschaft sein? Also sagen wir mal, Sex an ausgefallenen Orten. Ich bin nicht so exhibitionistisch veranlagt, wie man vielleicht manchmal vermutet, weil ich auf der Bühne stehe, weil ich figurbetonte Kleidung trage. Bin ich gar nicht. Also wenn ich wirklich verliebt bin und mit einem Partner zusammen bin, dann kann ich mir auch vorstellen, Sex am Strand zu haben, im Wasser, von mir aus auch in der Telefonzelle. Aber das muss immer mit Liebe zu tun haben. Und ich hatte mein ganzes Leben noch nie einen One-Night-Stand. Ich stehe da einfach nicht drauf. Du hattest weniger Männer als 5 Finger? Ja, wie auch immer du das auslegen willst. Das sagt eigentlich aus, um es mal für dich okay, ganz deutlich auszudrücken. Okay, Bohlen ist ja nur ein kleiner Finger. Jetzt machen wir mal, wer war denn der Daumen? Der Daumen? Oh Gott, was kann man denn in einen Daumen hinein interpretieren? Ich habe heute beim Fotoshooting schon gemerkt, dass einige Posen mir sehr schwer fallen. Also wie mein erotisches Privatleben aussieht, ist noch eine andere Sache. Aber ich bin eigentlich immer so ein Typ, mit mir kann man viel Spaß haben. Ich probiere auch gern was aus. Ich würde mir auch eine Feder durchs Haar stecken oder einen Knochen im Mund nehmen. Aber wenn ich dann anfangen muss, in so zweideutige Posen zu gehen und recht wenig anhabe, dann merke ich einfach, wie es nicht geht. Also ich sitze da und versuche irgendwie meine Beine so hinzukriegen, wie Steve mir es erklärt hat. Und fühle mich aber dann einfach nicht mehr wohl. Und ich glaube, deswegen ist auch das ganze Team so ein bisschen irritiert. Die eine Sex wollen? Ja, absolut. Also ich glaube, dass Männer sich heutzutage schon ganz gut im Griff haben und keine wilden Tiere sind. Aber ich meine, heute in deiner Sendung haben wir ja gesehen, was dabei rauskommt, ja. Wenn man schon so dumm fragt. Aber ich denke schon, dass Männer sich sehr stark sexorientiert sind. Glaubst du, dass Männer Angst vor dir haben? Also früher habe ich das eigentlich nicht geglaubt und dass sie jetzt richtig Angst vor mir haben, eigentlich auch nicht. Aber es gibt schon so einen Punkt, wo die mir sehr nahe kommen, jetzt auch, wo ich so bekannt bin. Und dann irgendwie merkt man, wie so eine Plexiglasscheibe, sie bleiben stehen. Ja. Und dieses Stehenbleiben, was auch immer passiert, da merkt man einfach so, man kann sagen Respekt, Angst, ich weiß nicht, welches Wort richtig wäre, aber sie gehen nicht weiter. Also das ist immer so ein Punkt, sie kommen an mit einer Idee und dann halten sie auf einmal an und dann geht das ganz normal weiter. Hättest du es gerne, wenn ein Mann weitergehen würde? Ja, wenn er mir gefällt, vielleicht schon. Also es gibt ja auch genug, sage ich jetzt mal, coole Typen, die auch ganz locker sind und mit der Situation gut umgehen können. Und das sind auch mehr die Typen, die mich ansprechen. Jetzt, was muss denn ein Mann haben, damit du sagst, ja, der ist... Also ist da spekulativ von deiner Seite immer auch ein Auge drauf, was kann man verdienen, wenn man den heiratet? Oder hat das auch gelegentlich was mal mit Zuneigung zu tun? Echt? Sowas gibt es? Ich dachte nur, Geld spielt eine Rolle. Nee, nein. Quatsch. Also erstmal verdiene ich selber genug Geld, um auf das jeden Fall ich für nicht. Mich das zu glaub, sorgen. Das ich nicht. Wohl. Womit denn? Wohl. Ja, indem ich einfach auf Sendung gehe und irgendwas mache. Zum Beispiel, als ich in deine Sendung kam, das Honorar, man hat mich ja fast mit Gold aufgewogen, damit ich Wie, die haben dir Geld dafür gegeben, dass du in der Sendung warst? Ja, und da stand auch im Vertrag Skandal. Schmerzensgeld. Und ich bin gekommen, weil das ist nämlich steuerfrei. Ja. Insofern, nee, also das hat mit Geld natürlich nichts zu tun. Es muss ein ziemlich cooler, lockerer, sympathischer, intelligenter Typ sein. Verstehe. Einfach so was Besonderes haben für mich. Ja. Ja, wir reden nicht von dir. Schön auf dem Teppich bleiben. Am Tag der USA-Reise haben alle den ersten Abend früher frei. Verona lässt sich die von Strand und Flieger steifen Knochen im Hotelzimmer wieder in Form massieren. Die Stimmbänder sind wie immer nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das geht gleich morgens los, ohne Punkt und Komma. Und die armen Leute, die in meiner Nähe sind, also weil ich eigentlich recht munter bin morgens, erzähle ich gleich hunderte von Geschichten und ich erlebe oft, dass welche vom Team halt noch ein bisschen verschlafen sind, was ja normal ist. Und ich glaube, die sind dann immer ganz froh, wenn wir unten im Auto was vergessen haben, weil dann können die auch mal runter und denken sie sich, oh Gott. Ja, also bei mir fängt die Energie eigentlich schon morgens an. Also nur wenn ich schlafe, bin ich ruhig. Oder bei der Massage. In meiner Fotosession hier haben die es nicht ganz leicht mit mir gehabt. Und zwar, weil wir waren heute in den Playboy-Studios und sie sind es einfach gewohnt. Entweder sind es ich sag mal, sehr junge Mädchen, was auch das Alter betrifft, vor allen Dingen, die Karriere machen wollen. Und die sind A, bereit, alles zu tun, um in den Playboy zu kommen. Und jetzt ist der Traum wahr. Und dann kennen die keinen Schmerz mehr. Und bei mir ist es nicht so, dass ich unbedingt in den Playboy möchte, sondern ich versuche es ja eher in Deutschland zu verhindern. Und ich habe ganz bestimmte Vorstellungen von dem, was ich möchte. Es ist mein Kalender. Und ich weiß, wie viel Haut ich zeigen möchte und wie viel Haut ich nicht zeigen möchte. Und das sind natürlich alle Leute, die im Playboy-Studio arbeiten, nicht gewöhnt. Und dann fangen sie natürlich an, das, was sie seit Jahren gewohnt sind. Also Unbekannte
wie gesagt, von denen verlangen sie einfach im Schnee zu stehen, 2 Stunden, weil die Mädchen es wirklich auch durchhalten. Mache ich nicht. Auf der anderen Seite sagen sie vielleicht einen Fuß nach da, den anderen nach da und ich auch nicht. Dann sagen sie, was will die denn nun, die Frau? Und deswegen glaube ich, versuchen sie sich immer sehr stark nach mir zu orientieren, wie weit ich gehe. Und deswegen haben wir wohl auch ein bisschen länger gebraucht. Diese kleinen Dessous, bei denen ökologisch korrekt unglaublich viele Rohstoffe eingespart wurden, bergen aber stattliche Tücken, die nur geübte Hände bewältigen können. Die Unterwäsche, die du in dem Kalender trägst, ist es eine Art von Unterwäsche, die dir auch privat gefällt? Oder bist du da eher jemand, der einfach so ein Sixpack Baumwolle im Kaufhaus kauft? Also ich bin genau da wieder eine Mischung, also extrem, ich bin ein Extremtyp, also alles, was ich mache, ist immer so ein bisschen extrem. Entweder habe ich wirklich sehr hübsche Dessous an, sehr knapp, sehr feminin geschnittene Dessous, so wie im Kalender, weil ich die auch sehr schön finde und das macht einfach Spaß, solche Dessous zu tragen, Frauen wissen, wovon ich rede. Und auf der anderen Seite ist es ganz krass, sind es wirklich Baumwollhöschen. Gut, jetzt kommt schon wieder die Mickey Maus, ist aber eine Tatsache, weil ich habe... Baumwollhöschen. Weiß? Verwaschene BHs, Mickey Mäuse drauf. Ah, nein. Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Ja, die Ohren, gut. Die Ohren, je nachdem, wer sie trägt wahrscheinlich. Benutzt du Enthaarungscreme auch unter den Achseln oder rasierst du unter den Achseln? Also überwiegend Enthaarungscreme, das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil wenn die Haare nachwachsen, sind sie weicher, die pieksen nicht. Also nur eine Moment, wenn man Enthaarungscreme benutzt, ja, also guck mal, der Arm, das ist doch eher eine Achselhöhle. Zeig mal. Nein. Und eine Achselhöhle drückt aufeinander. Glaube, und wenn du Enthaarungscreme benutzt, wachsen die Stoppeln. Ich komm mal ein bisschen zu dir. Soft nach. Lass mal gucken. Das ich stehe unter Naturschutz. Na klar, ist das ein sehr intimer Bereich? Darf ich mal gerade sehen? Ich guck nur, Sie brauchen nicht zu filmen. Ich guck nur mal drunter. Nein. Auf keinen Fall. Schneller. Der Zweikampf sprengt unsere Sendezeit. Wir wollen intime Details hören, nicht sehen. Eher das Gegenteil. Verona testet gerade, ob Steven Humor hat und wenn ja, wie viel. Veronas Hintern hat seinen eigenen Kopf und der soll Kurs Richtung Polster nehmen und zwar in aller Stille. Das geht bei dir automatisch. Ich habe immer so was im Kopf, dass ich es eigentlich eher lustig finde. Ich kann über mich sehr gut lachen. Und wenn man manchmal da so sitzt, dann sagt man Kopf weiter rechts, Fuß weiter hoch, links. Und dann fühle ich mich eigentlich so, als wenn ich völlig bescheuert aussehe. Und dann muss ich echt innerlich mit meinem Lachen kämpfen. Und dann höre ich auf der anderen Seite, great, super, sexy. Und dann denke ich mir, also wenn das sexy ist und ich so da liege, ich weiß nicht. Der letzte Tag und ihr reicht's jetzt auch. Andauernd ist irgendeine Hand an meinen Körper und cremt mich ein, zupft mir ein Haar weg oder schminkt mich. Ich bin echt froh, wenn ich morgen meine absolute Ruhe habe. Und eins weiß ich genau, morgen werde ich kein Make-up benutzen und überhaupt nicht an meine Haare denken. Am liebsten würde ich die alle abmachen. Aber das geht natürlich schlecht. Und ich weiß nicht, ich bin also echt froh, wenn ich die Tage hinter mir habe. Ich habe viel Spaß gehabt, aber ich bin so am Ende irgendwie. Verona muss in eine Blumenrabatten. Die Hortensien sind echt und stecken in eiskalten, feuchten Schwämmen. Es kommt sowas wie eine Grabesstimmung in Feldbusch-Moll auf. Sieht aus wie bei meiner Beerdigung. Gestorben. Gibt es eine Sache, wo du von dir selber sagst, das möchte ich gerne einmal über mich wissen? Lass die Frage erstmal setzen. Nee, ich sitz, die Frage sitzt auch. Ja. Und jetzt? Lass es raus. Ja, ich fühle mich auch irgendwie schon viel freier, weil du jetzt so schön langsam gesprochen hast. Ich habe es direkt verstanden. Lass es raus. Was wollte ich schon immer über Verona wissen? Das ist eine Gibt es was, wo Frage. Du sagst, da habe ich mich noch nicht gefunden? Da bin ich noch nicht ich, da bin ich noch zu verwoben in meinem Sein. Na. Ah, als solches. Ich fühle das, was du meinst. Nein, also ja. Den Urschrei probiere ich nicht jede Woche aus. Ich muss auch nicht nackt schwimmen, um mich frei zu fühlen. Ich tanze auch nicht barfuß in irgendwelchen Diskotheken und sage irgendwie, ich habe den Rhythmus gerade eingefangen oder irgend sowas. Ich fühle mich eigentlich als ganz normaler Mensch. Was ich über mich wissen würde gerne, ist vielleicht, wenn wirklich so eine Katastrophe einbrechen würde oder irgendetwas und ob ich da genauso stark wäre in dem, wie ich mich so fühle oder ob ich da vielleicht auch ja, dieses viel Szenario, das Katastrophenszenario hast du ja schon gehabt. Ja, das sind so mit gut. Dieter.
womit wir beim allerletzten wären. Das Titelbild des Verona 2000 Kalenders beendet 10 Tage Arbeit mit Steven Wyder. Nein, es beendet nicht nur, es krönt geradezu.